wir bleiben als AfD-Fraktion bei unserer Forderung, ein Minister, der die Skandale nur so nach sich zieht. Wir vergessen die HSH Nordbank, wir vergessen Cum-Ex, jetzt wiederum Affären im Finanzministerium, Durchsuchungen. Wir haben eben jetzt auch erfahren, das ist ganz aktuell, dass im Prinzip immer noch Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit FIU mit den 16 LKAs vorliegen. Da muss man an der ganzen Stelle einfach sagen, ich glaube, der Minister hat in den letzten 3 Jahren aus meiner Sicht ganz einfach die Situation um die FIU unterschätzt. Wir bekommen eben mit, dass er den Kollegen der FIU, Herrn Schulte, der die FIU leitet, heute das erste Mal bei uns im Finanzausschuss trifft, also eine Behörde, die unmittelbar im Geschäftsbereich angesiedelt ist. Eine Behörde, die auch nochmals, ich will es betonen, eine sehr unrühmliche Rolle aus meiner Sicht im Wirecard-Skandal gespielt hat. Ich glaube, das wird nochmal aufzuarbeiten sein, was mit den Geldwäscheanzeigen seitens der Commerzbank passiert ist und welchen Verlauf die Causa Wirecard genommen hätte, wenn diese Verdachtsmeldungen auch sorgfältig geprüft worden wären. Ich kann an dieser Stelle immer nur wieder festhalten, ich glaube, der Minister hat einfach seine Aufgabe hier nicht richtig verstanden. Er ist der Aufgabe nicht gewachsen. Und insoweit ist es für mich nach wie vor die richtige Konsequenz, wenn man sich an vieles nicht erinnern kann, viele Vorgänge falsch einschätzt, vielleicht auch falsche Schwerpunkte setzt. Er hätte vielleicht weniger über Meseberg und eine europäische Arbeitsversicherung philosophieren sollen, als denn, wie die FIU schlagkräftiger gemacht werden kann. Bleibe ich nach wie vor dabei, dass dieser Minister seiner Aufgabe und den vielfältigen Aufgaben eines Finanzministers nicht gewachsen ist. Und wer das Amt des Finanzministers nicht beherrscht, der kann aus meiner Sicht auch nicht dieses Land als Bundeskanzler führen. Das ist meine feste Überzeugung. Und insoweit denke ich, wird dieser Skandal, wie der Wirecard-Skandal, wie Cum-Ex, wie auch andere Skandale an ihm haften bleiben. Er hat keine Effizienz nach wie vor in den Erhebungen der Geldwäsche-Verdachtsanzeigen. Auch da sind wir eben schon drauf eingegangen. Also mein Eindruck ist tatsächlich, er setzt die falschen Schwerpunkte und da helfen dann auch keine Erinnerungslücken. Aufzuarbeiten sein, können Sie sich vorstellen, dass in der kommenden Legislaturperiode es doch mal wieder Untersuchungsausschuss dazu geben wird? Ja, also ich war bei den Kollegen, das ist ja kein Geheimnis inzwischen, in Österreich, habe dort mit den Fraktionen sehr ordentliche Gespräche geführt. Und meine Prognose ist, dass es im Herbst in den nächsten Wochen in Wien einen Untersuchungsausschuss Wirecard geben wird, der durch FPÖ und SPÖ zusammen beantragt wird. Und ich glaube, mir liegen Informationen vor, die hier anscheinend dem Finanzausschuss noch nicht vorlagen. Ich glaube auch nach wie vor, dass wir nicht alle Unterlagen erhalten haben, auch seitens des Finanzministeriums. Und ich glaube auch, dass es hier Schnittmengen gibt. Und insoweit glaube ich, dass durch diese Rückstrahlung zwischen einem Untersuchungsausschuss Wirecard in Österreich und den Dingen, die dann offenbar werden, die wir dann alle auf dem Tisch des Hauses liegen haben, es nicht zu vermeiden sein wird, hier ein zweites Mal mindestens in der Sache BND, in der Causa Weiß, in der Causa Oberstaatsanwaltschaft München und in der Causa FIU, die wir hier ja heute auch in Gänze vorliegen haben, entsprechend tätig zu werden. Und die FIU, muss ich sagen, ist ein Sittengemälde des Verfalls deutscher Behördenkultur und auch der Unfähigkeit, vernünftige Behördenstrukturen dann auch in einer zügigen Art und Weise aufzubauen, sodass sie funktionieren. Ich kann ja nicht sagen, Geldwäsche ist ein wichtiges Thema. Wir gelten in der Geldwäsche in Deutschland nach wie vor als sehr rückständig im internationalen Vergleich. Und wir brauchen über 3 Jahre und hören jetzt, dass wir immer noch im Aufbau sind, dass wir immer noch an den richtigen Verfahren feilen und dass man sich immer noch nicht darüber einig geworden ist. Und das ist die große Schwachstelle, dass die FIU unbedingt einen Zugriff auf die Informationen der LKAs hat. Das ist eine der ganz großen Schwächen. Nur eine FIU, und das ist einfach, damit kann man die FIU eben nicht vergleichen mit einer französischen Behörde, die diesen Föderalismus der LKAs nicht kennt, oder mit Großbritannien oder mit den Vereinigten Staaten. Da gibt es andere Rahmenbedingungen. Und insoweit glaube ich, man hat das Thema, und das ist nicht nur Herrn Scholz anzulasten, FIU, Geldwäsche, in den letzten Jahren komplett unterschätzt. Man hat falsche Schwerpunkte gesetzt. Man belastet die Wirtschaft mit Geldwäschebeauftragten, mit Meldungen, die gemacht werden müssen, was ja in Ordnung ist, weil Geldwäsche ist was Gefährliches. Aber anscheinend scheint unsere Verwaltung den vielfältigen Aufgaben und damit auch die Politik in Teilen nicht mehr gewachsen zu sein. Und dafür ist der Minister nun mal an allererster Stelle verantwortlich. Da kann er sich winden, wie er will. Da kann er darauf verweisen, dass das von Herrn Schäuble übernommen hat, nach dem Beschluss 2017 hin zu 2018 die FIU im Finanzministerium anzusiedeln. Er ist dafür verantwortlich. Und da kann er also auch hier
auch im Ausschuss noch so viel reden. Und ich glaube, das spricht für sich. Er lernt heute das erste Mal, das muss er eben zugeben, nach 3 Jahren den Chef der FIO kennen. Er war noch nie in Köln bei der FIO, dort ist sie ja ansässig. Müssen wir noch über irgendwas sprechen, eine so wichtige Behörde, und der Minister hat noch nie persönlichen Kontakt gehabt. Ich glaube eher, das gehört zu seiner Vermeidungstaktik, keine Fehler zu begehen, möglichst keine Spuren zu legen, wenn es denn mal irgendwo Versagen gäbe, damit er sagen kann, ich wusste es nicht, denn ich habe ja nie mit Herrn Schulte gesprochen. Und wenn das Regieren wird, wenn das der Maßstab des Handelns von Politik und Ministern ist, Fehlervermeidung und nicht Probleme aufzugreifen, nochmals, dann kann er das Deutschland mit diesem Problem nicht ins 21. Jahrhundert, in dem wir uns ja schon befinden, führen und sachgerechte Antworten auf die gegenwärtigen Probleme finden. Und das war für mich eben erschütternd und passt aber in, sage ich mal, für mich die gesamte Causa und den gesamten Lebenslauf des Herrn Scholz.